Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Ich fahre jetzt zum Händler und hole mir das Maisgebiss ab für die Maiserde, die ja nun ansteht. Wahrscheinlich morgen oder übermorgen hingehen. Je nachdem, wie die mit 15 Euro nicht fahren. Da reicht 5. Ja, nebenbei ist jetzt 13 jetzt fertig mit der Ernte. Und die Pacht hat mittlerweile Vertrag gekündigt. Das geht ganz gut. Ich finde es aber persönlich etwas zu einfach, weil dann müsste man ein Feld bekommen, was ohne Ertrag da wäre. Ne? Also im Prinzip nackig im Grunde. Meinetwegen gepflügt oder gegruppert, aber halt nicht volle Ernte. Also ich persönlich werde das so in dem Maße nicht mehr machen. Das war ein schöner Test, schöner Versuch, hat geklappt. Ist aber im Grunde wie Cheaten normalerweise. Ne? Gut, man muss sich die Arbeit machen, um die Ernte einfahren, das ist richtig, aber trotzdem ist es, wenn ich sowas nutzen würde, am Anfang eines Spiels, zum Beginn, dann würde ich, wie gesagt, wenn Season beginnt, Felder pachten und dann entsprechend die Aussaat durchführen, düngen und so und all das dergleichen und es wieder in den Zustand zurückgeben, den ich übernommen habe. Also, Grunde abgeerntet, ne? Also, da kann sie der nächste Kunde entsprechend die Arbeit machen und dann entsprechend so machen, wie er es haben möchte. Also ich würde jetzt so ein Feld fertig in dem Fall nicht mehr ernten. Was ich noch kaufen werde, wäre das Rübenfeld links, wenn es reif ist, und dann die Rüben für die Marsch. Zuckerfabrik ist auch ein Thema. Leider ist hier kein Rapsfeld. Das hätte ich vielleicht noch gemacht. Vielleicht kaufen, mal sehen. Ja, 1,7 hätte gereicht. Aber wie gesagt, ist keins vorhanden und darum müssen wir sehen, dass wir die Maisernte vorbereiten. Das heißt, Maisgebiss holen, die Drescher wieder alle reparieren und ja, auch waschen sicherlich. Ne, nach so einem großen Feld von 13 ist schon extrem viel. Da ist es schon ganz gut, wenn wir das entsprechend fertig kriegen. Ne? Da, und jetzt können wir mal gleich mal sehen, dass wir das wieder gedreht bekommen. Beziehungsweise ich werde hier einfach mal versuchen rumzufahren. Ne? So, ganz rum. Ein bisschen dicht am Zaun angekommen. Das sind die Balken vom Sägewerk. Ich weiß nicht, wie die herkommen. Also das Sägewerk läuft ja aktuell nicht. Ich werde es auch gut. Kann sein, dass ich den noch mal ganz kurz die Bretter wegbringen werde, aber. Großen und Ganzen. Ich will es, der in die nächste Karte kommt, nicht mehr dabei haben. Ich werde es dann einfach vorverkaufen. Das Geld werde ich dann entsprechend her gut schreiben. Also so auf den Verkauf, nicht auf den Neukauf. Aber wie gesagt, das ist. Irgendwas stimmt nicht. Und ich weiß nicht genau was, aber ob es noch am Sägewerk liegt, ich weiß nicht, warum die Balken dann hier verschwinden und warum ich dann einige Balken nicht verkaufen kann. Auch nicht verwerten in dem Sinne. Keine Ahnung. So, jetzt können wir zurückfahren zum Händler. Haben wir alle? Jo. Jetzt haben wir alle. Jetzt können wir alle Richtung Hof fahren und dann können wir noch die ganzen Fahrzeuge vom Feld fahren mit den ganzen Weizen. Können wir noch verkaufen. Habe es zum Glück schon bei der Marsch einen Schmuck gekauft, dass so die Preise bis uns hier wieder ein bisschen angestiegen sind, dass wir hier Geld verdienen, dass wir auch die Arbeit entsprechend sich lohnt. Ne? Und dann muss ich noch einstellen vom Silage verwerten zum BGH und ich muss den Mist noch von den Kühen verwerten. Also sowas, also noch genug Arbeit bevor die Ernte beginnt. Natürlich ist die Ernte ist natürlich wichtig, wichtiger als Mais. Mais würde ich verkaufen. Und zwar hier an bestzahlenden Händler. Dann müsste ich mal schauen, ob ich irgendwo einen Verkaufspunkt noch einfahren muss für Aufreif. An sich kein Problem. Sollte ja kein Problem sein. Aber erstmal den ganzen Fahrzeug reparieren. Den Drescher erstmal.
und dann die Schneidwerke, die das normale wegräumen und entsprechend schon mal vom Feld hinstellen, rechts vom Feld oder links vom Feld, ist egal, und dann bereit sein zur Ernte. Sobald die Meldung kommt, ist reif. Das sieht zwar reif aus, ist auch nicht reif. Beziehungsweise ist noch nicht trocken genug, ne? Also die Frucht muss auch trocknen in dem Sinne. Braucht mindestens noch ein oder zwei Tage in Game. Also ich glaube nicht, dass morgen schon reif ist. Ne, das fällt, das lacht mir an, aber ich bin zu viel Arbeit. Naja, wir müssen sehen, dass wir unsere eigenen Felder jetzt fertig kriegen. Ne? Das ist ja ganz wichtig. Also um 17 Uhr ein Feld zu pachten, ist an sich ungünstig vom Preis her, weil wir nicht schaffen. Und das allergrößte Risiko wäre, dass morgen Regen ist und dann es nicht ernten könnten. Ne? Das Grunde Arbeit ja nicht fertig gemacht werden kann und dann das Maisfeld plötzlich auch noch kommt, ein Schlag. Das möchte ich doch schon ganz gerne abschließen. Tacken müsste ich wieder mal. Was werden wir jetzt alles machen? Jetzt machen die Wartung fertig mit Maschinen, Reparatur und Volltanken. Was werden wir jetzt machen? Und dann ist es auch entsprechend schon mal grob vorbereitet, ne? Dann müssen die ganzen Fahrzeuge hier Feld 38 arbeiten. Das Mais ist ja auch recht große Erntemenge und das auch, naja, ist die Hälfte von dem, ne? Von der 13, glaube ich. Ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger als die Hälfte. Muss aber gemacht werden und das werden wir auch schaffen. Kühe müssen dann geputzt werden und dann vorbereitet zur Fütterung und das andere Klumperzeug muss noch ins Lager gefahren werden, hier vom Heu und so, vom Heuplatz. Das kann ich ja nicht mal einstellen. Also kann ich gleich machen, ich kann gleich mal einen Traktor nehmen, der da auf Feld Nummer 13 rumsteht, den mal auskippen und dann entsprechend nochmal Outreif einstellen, dass er einer manchmal fährt. Da müssen wir auch alles bereit machen für später, wenn der Umzug dann nachher kommt, dass wir da praktisch das verwerten können. Ne? So, mal Platz machen mit Autofahrer. Werden wir hier gleich mal einschnappen. Der ist nämlich leer. Gucken wir mal. Modus ändern wir mal. So. Abladen, globaler Markt, beladen, Getreide, Lager. Beladen, Lager und abladen, globaler Markt, Gerste, Heu hatte ich ja viel drin, glaube ich, gehabt. Neun Runden. Schauen wir mal, wie das hinkriegt. Nur neun ist okay. Berechne Fahrt. Was haben wir da im Lager drinne? An Heu. Silage auch drinne. Ja, Heu haben wir reichlich. Die müssen wir auf die Straße schicken. Er findet anscheinend keinen Punkt. Natürlich ist hier ein Punkt, ne? Na, jetzt geht los. Als nächstes nehmen wir jetzt das nächste Fahrzeug hier. Und den fahren wir jetzt unserem Lager direkt, weil der auch drin ist, ne? Dann muss er noch verkauft werden. Die Silage vom Lager auch entsprechend. Bin ich gerade hier?
Ach hier. Irgendwie mal schauen, ob wir Straße kommen. Ein bisschen, ja. Etwas hoch. Jetzt geht's. So. Solange wir jetzt die Fahrzeuge noch frei haben, können wir das ja noch nutzen, ne? Dass wir da unser Lager entsprechend umlagern, ne? Anführungszeichen. Denn die wollen ja die ganzen Waren in der Ansicht wertvoll. Und wenn wir jetzt die Karte beenden würden, das kriege ich ja so nicht rübergesetzt zum sagen wir so, es würde theoretisch gehen, aber ich weiß jetzt nicht wie. Also das wäre mir jetzt vor Aufwand, ja. Ehrlich gesagt zu groß. Deswegen tendiere ich dazu, das Zeug entsprechend beim globalen Markt einzulagern und dann hier vielleicht sogar zu verkaufen und dann nachher auch nutzen der Marsch, und umgekehrt würde ich dann Mischfutter vor der Marsch hierher bringen, also zur Not, dass die Kühe mal Futter haben, und dann würde ich hier alles hier von vorne anfangen mit Heu, Stroh und Silage. So ein Feld mit Wiese machen und dann mal gleich mal Ballentechnik aktivieren. Ist ja kein Problem. Dauert halt eine Weile, bis es soweit ist, ne? Bis es gemäht werden kann, bis es Silage ist, und das dauert halt. Oder bis Getreide erntereif ist. Das dauert ja auch eine Weile, bis wir so ein Stroh haben. Aber wie gesagt, wäre ja blöd, wenn wir Stroh, Heu und alles hierher fahren würden. Dann können wir auch gleich Mischfutter ins Lager fahren, ne? Macht ja Sinn. Die Lage haben wir auch noch. Aber die würde ich hier verkaufen wollen, ne? Muss ich mal gucken, ob wir das angeschlossen haben. Ich glaube nicht. Müsste ich mal schauen. Aber erstmal das an den Gang kriegen, ne? Dass wir die ganzen Fahrzeuge zurückbringen. Dass wir da näher nach und nach mal den Weizen verkaufen können. Ich habe jetzt nicht gemerkt, wie viel wir schon verkauft haben oder wie viel Geld wir schon verdient haben, aber reicht nicht ganz gut. Das ist an sich nicht schlecht, was wir verdient haben da an Warenwert, ne? Ja, heute ist Samstag und ich mache die Folgen für Thüringen, für Mittwochfolge jetzt. Also solange Thüringen jetzt keine neue Karte kommt, dass kein Stress ist, dass wir da ein bisschen Zeit lassen können, Anführungszeichen, werde ich Thüringen erstmal keinen Livestream machen, also vorläufig. Was sich sein könnte, dass ich vielleicht mal, aber das ist, wie gesagt, ist viel Arbeit, weil kurzfristig das Bearbeiten, Hochladen ist doch... Und so habe ich da ein bisschen mehr Zeit, ne? Anführungszeichen. Aber wie gesagt, das muss man sehen, wenn ich mal wieder arbeite. In der ersten Woche habe ich ja Spätschicht. Das heißt, jetzt, wenn die Karte läuft, da habe ich noch frei. Also die Aufnahmen. Dann habe ich noch frei und die Woche darauf habe ich Spätschicht. Also übernächsten Freitag, lass mir kurz datummäßig überlegen, also nach dem 7. jedenfalls, das heißt 10., 11. oder 12. glaube ich den Dreh. Da wird dann der Livestream später kommen, weil ich ja bis 6:30 arbeiten darf, ne? Und dann bin ich ja höchst um 7 zu Hause und muss ich sehen, dass ich da bei der Arbeit schon mal was vorbereite zum Essen, dass ich dann nach Hause komme und satt bin, ne? Also, dass ich da erst nicht mehr groß Essen vorbereite. Dann mache ich mir halt eine Stunde vorher fertig und dann ist das erledigt. Und dann kann ich auch um 7:30 ungefähr beginnen, wenn die Technik mitspielt, ne? Da muss ich auch mitspielen, das ist das ganze Problem bei. Es kann immer sein, dass es dann nicht so läuft, weil es irgendwelche Probleme gibt. Hatte ich mal gehabt. Und zwar hatte ich ein technisches Problem. Ich hatte die einen
HDI-Kabel angeschlossen gehabt an den an Elgato vom Rechner und ich hatte ständig kein Signal. Das kann es doch nicht sein, haben wir gedacht, ne? Kabel ausgesteckt, wieder eingesteckt, läuft. Nach einer Weile oder nach einem Tag später oder so, wird mal angeschaltet, wieder nichts. Da hat man das Kabel getauscht und seitdem habe ich keine Probleme. So, frag mich nicht, warum das so ist. Es ist ein neues Kabel, wahrscheinlich ist es irgendwie ein Defekt. Kabelbruch, keine Ahnung, also, oder kein Kontakt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, Heu fährt er. Das ist schon mal gut. Das klappt. Wie gesagt, ich habe noch Silage im Lager und ich habe noch sogar Gras im Lager von diesem Lager hier, vom Graslager. Und das Heu noch im Heulager ist auch noch was drin. So, da stellen wir dahinter. Ist alles bereit für die Wartung, ne? Der Rechner summt. So, letzte Ladung, Weizen. Und Gas geben, ne? Vollgas. Können wir auch ein bisschen gucken. Vor allem mal den Lichtmesser, den Lichtmesser von den Strommasten hier, unsere Überlandleitung hier. Das ist ein bisschen Weizen, na gut, egal. Nicht zu einer Pacht ist zurückgegeben, ne? Also der Vertrag ist gelöst. Also ich kann jetzt hier nichts mehr ernten. Würde ich auch nicht machen, denn der Aufwand wäre zu groß, dahin zu fahren, ne? Also ich sehe mal zu, dass wir noch entsprechend Weizen ausgelagert bekommen und dann verkauft bekommen und dann können wir, oh, Heuschule auch leer. Dann können wir dann entsprechend Silage und Kurs einfahren. Ich muss dann den Mistfahrer nochmal Richtung Förderbahn fahren. Wir Mist aufladen können, ne? Und dann weitersehen. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank. Oh! Bumm. Der Bauer hat einen Schaden genommen. Tja, das war kein Unfall, ne? Haben wir es gedreht. Kommen da durch? Ne, da ist noch ein Baum umgekippt. So. Haben wir so rum. Eine Bodendelle gewesen. Ja, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Und ciao, ciao. Ja, es geht weiter. Morgen hier in Thüringen mit Heu. Und später noch mit Silage für die BGH. Tschüss.